Das ist gut so. Ja, die Zeiten sind besonders. Die Zeiten sind sicherlich auch so ein bisschen angsteinflößend, wenn man die Medien hört, was überall so los ist und was passiert in dieser Welt. Aber wir haben einen mega starken, super großen Gott. Mir fallen leider keine weiteren Superlative ein. Aber das ist so, ein mega Gott haben wir und sein Wort ist über tausende von Jahren alt. Und immer wieder, wenn man in dieses Wort schaut, dann erlebt man Ermutigung, Aufbauung. So ging es mir diese Woche, der Vers aus dem Psalm 62, Vers 7. Das ist doch klasse. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Du wirst nicht wanken. Wir als Gemeinde werden nicht wanken. Ich werde nicht wanken, weil Gott ist unser Fels. Er ist unser Hirte. Und wir werden gemeinsam diese Zeit überstehen und durchstehen und werden aus dieser Zeit gestärkt herausgehen. Du, die Gemeinde und auch ich, weil Gott unser Fels ist. Das ist wunderbar. Okay, ich bete noch mit uns für diesen Gottesdienst. Dann geht es los, dass wir Lobpreis halten, still und im Herzen tief und leise, wie man das so schön sagt. Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir sind dir ohne Ende dankbar, unendlich dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir unsere Polizei haben und dass wir die da sein können, dass sie für uns da sind. Danke, dass du uns diese Möglichkeit schenkst. Und wir vertrauen dir, dass wir das auch weiterhin machen dürfen. Wir vertrauen dir, dass du diesen Gottesdienst segnest und hier deine Hand über uns hältst, über diesen Stadtteil hältst. Danke dafür. Amen. Guten Morgen auch von mir. Wie geht's euch? Schwierig mit Maske, ne? Es ist schön, dass wir alle hier sein können, oder? Trotz aller Auflagen, trotz alles. Es ist wunderbar, also echt ein Wunder, dass wir hier sein können, dass wir uns versammeln können, dass wir vor Gott treten können, unser Lob bringen können. Und dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, weil so Lobpreis ohne Singen, das fällt manch einer wahrscheinlich ein bisschen schwer. Wie kann man das gestalten? Also jemanden zu loben, denk mal drüber nach, wenn man das letzte Mal als du jemand richtig gelobt hast. Vielleicht deine Kinder, vielleicht dein Kumpel, hast vielleicht gesagt, danke, dass du das gemacht hast, das war toll, dass du das gemacht hast, ich finde es klasse, wie du das gemacht hast. Und genauso können wir mit unseren Gedanken, mit unserem Gebet vor Gott kommen und ihm preisen für das, was er gemacht hat. Entweder in unserem Herzen, wir können die Texte anschauen, während wir spielen, das halt nachempfinden, was da ist. Wir können aber auch das aufschreiben. Manch einer mag das gerne. Unter eurem Stühlen liegen schon Zettel bereit. Ihr habt ja alle einen Stift für die Kontaktformulare. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Brief an Gott schreiben. Danke für alles, was du in meinem Leben getan hast. Danke, dass du mir meine Frau geschenkt hast. Danke, dass du mir tolle Kinder geschenkt hast. Alles das, was im Segen, dass du das aufschreibst. Mit den Daten gerne versehen, dass du dann merkst, so in ein paar Jahren, wenn du nochmal drauf guckst, vielleicht stimmt, dafür war ich damals dankbar. Wir sollen das nicht vergessen, was Gott für uns tut. Amen. Man könnte auch die Möglichkeit nutzen, um was zu malen. Also mein Papa war Künstler und er hat sehr gerne im Gottesdienst gemalt, das, was Gott ihm auf dem Herzen gelegt hat. Und ich habe hier dieses tolles Bild, das ist jetzt nicht von meinem Papa, sondern von einem lieben Bruder, der im ersten Gottesdienst war, der das auf dem Herzen hat, dieses wunderbare Bild von einem Menschen, der zu Jesus kommen möchte und ihm anbeten möchte. Also wenn das dir dein Herz berührt, wenn du gerne malst, dann mach das gerne an der Lobpreiszeit. Komm vor deinen Gott, begegne ihm. Der ist da. Und wir wollen ihm begegnen, auch wenn wir nicht singen können. Amen. Amen. Deine
Name, du bist wunderschön. Yahweh, würdig ist dein Name, wir wollen dich verehren. Du bist gnädig, du bist treu, du bist wahr. Strömen deine Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefe Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Du bist gnädig, du bist treu, du bist volle Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus dem Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und tiefe Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel vor uns. Majestät, du trotz in Herrlichkeit, deine Güte wehret ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist so Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wehret ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wehret ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Thank you.
du warst von Anfang an da. Du hast die Erde geschaffen, durch dich bin ich hier. Du kennst sie all meine Fehler. Du starbst am Kreuz für meine Schuld. Du trugst die Last meiner Sünden, darum bin ich frei. Halleluja. Darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr. Nimm du mich gern. Unser Gott, du bist unser Vater, du bist unser Fels, du bist unsere Brandung, du bist unser Hirte und wir kommen zu dir und beten dich an und wir beten, weil wir dich brauchen, weil wir ganz genau wissen, dass nur du uns durch diese Zeit jetzt tragen kannst, du kannst die Gemeinde segnen, du kannst die Gemeinde stärken in dieser Zeit, dass wir gestärkt da hinaus da herauskommen, dass du bei uns bist, dass du bei jedem Einzelnen bist, den segnest, den stärkst, ob er zu Hause ist, vor dem Computer oder hier ist, segne du deine Kinder in dieser Stadt, in Rostock. Und wir wollen gemeinsam für diese Stadt beten. Wir sind deine Kinder, du bist unser Gott, unser Vater, unser Fels und du bist der Fels für diese Stadt. Du bist das Licht für diese Stadt, für diesen Stadtteil hier. Und wir machen uns eins und wir
Wir gehen in unseren Herzen, unseren Gedanken auf die Knie vor dir und bitten dich für diese Stadt, dass du diese Stadt segnest und dass du, Jesus, das Licht in dieser Stadt, in diesem Land bist, in dieser Zeit. Wir haben deinen Geburtstag gefeiert vor wenigen Wochen. Du bist als das Licht in diese Welt gekommen. Und das wollen wir hinaustragen, das wollen wir erleben, dass du nicht nur das Licht in unserem Herzen bist, in unserer Gemeinde bist, auch für diese Stadt, für dieses Land, für diese Zeit bist du das Licht, Jesus. Wir bitten dich für all diejenigen, denen es nicht gut geht von uns, dass du die Krankheit wegnimmst, dass du ihr Heilung schenkst, so wie du es immer wieder tust und getan hast und wie wir das immer wieder lesen in deinem Wort, Jesus, du heilst, du bist ein heilender Gott. Wir bitten dich um die Heilung für unsere Brüder und Schwestern, dass du die Schmerzen wegnimmst, den Krebs wegnimmst, die Depression wegnimmst, das Leid wegnimmst, psychische Art und dass du da bist. Wir bitten dich für unsere Regierung, für die Obrigkeit, für all diejenigen, die Verantwortung haben in diesem Land, in diesem Staat, dass sie die Weisheit haben, was zu tun ist. Gesetze erlassen, die gut sind und Bestimmungen, Auflagen, die vernünftig sind, die wichtig sind und die wir brauchen. Wir bitten dich, dass du sie segnest. In Rostock, hier in der Kommune, in der Stadt, im Land Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du den Frieden bewahrst in diesem Land. Das ist so wichtig, dass du den Frieden bewahrst in den Demokratien, die wir haben, die du schenkst. Bewahre du den Frieden. Danke dafür. Gott, und danke dafür, dass du uns versorgst. Du bist für uns da. Wir haben was zu essen, wir haben was zum Anziehen, wir haben diese tollen Räume hier, die Technik, wunderbar, das schenkst du alles. Und du segnest uns so reichlich mit Finanzen für unser Tobedeck, für die Ranger. Danke dafür, dass du das alles geschenkt hast. Und so wollen wir dir jetzt auch unsere Gaben bringen und dir Danke sagen dafür. Jeder Tag hat was ganz Besonderes. Gideon wird uns heute die Predigt halten. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns schon jetzt darauf und vielen Dank, dass du das tust. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, das vorher abgesprochen mit ihm, dass er sich nicht ganz geplättet fühlt von uns Deutschen, Norddeutschen hier, weil ja die wenigsten von uns ihn gut kennen und Livia wird übersetzen. Das hat schon einmal prima geklappt und wird jetzt auch noch ein zweites Mal prima klappen. Gideon, wo kommst du her? Where are you from, Gideon? I come from Nigeria. Ich komme aus Nigeria. Genau, und aus was von der Gemeinde kommst du? Ist sie auch so lebendig und feuervoll und enthusiastisch und emotional, wie wir sind? Oder ist sie mehr so norddeutsch, wie das so typisch ist, so für Afrika? Und can you tell us what kind of church you're from? If it's also as lively and full on fire and moving as here in North Germany, or is it more silent and calm as maybe Africa? It's not as silent as it is here. Es ist nicht ganz so ruhig wie hier, dort wo ich herkomme. Yeah, essentially we try to take the whole counsel of God. We believe in the baptism of the Spirit, the gifts of the Spirit, and the Word of God and prayers, and yeah. Aber auch so wie hier, wir leben die ganze Bibel aus, also wir glauben an die Ganzheit der Bibel und beten, leben, ja, Gemeinschaft. Ja, prima. Deswegen fühlst du dich so wohl hier bei uns. Amen. That's why you feel so home here. Gideon, und was treibt dich nach Rostock? Was machst du hier? Warum bist du gerade hier bei uns? What are you doing here? What brought you here to Rostock? I came to Rostock in 2018 for my master's study in electrical engineering. Ich kam her 2018. In 2018 kam ich her, um in Masterstudium in Elektrotechnik. Elektrotechnik. cool. Elektrotechnik, jetzt habe ich es. Genau. Das liebe ich. Er ist gekommen im Oktober 2018, um sein Elektrotechnikstudium hier anzufangen. Und ist natürlich auch hier, weil er das alles ganz klasse findet, was hier elektrotechnisch abläuft. So you understand all the things going on. Genau, wunderbar. Okay, Gideon, was machst du sonst so, wenn du nicht studierst und betest und Predigten vorbereitest? What else are you doing if you're not preaching or studying or praying? I'm playing FIFA. Ich spiele FIFA. Ja, genau. Wir haben uns ja gut verständigt. Wir ticken ein bisschen gleich, das haben wir festgestellt. Du spielst FIFA, ja. Ich nicht so gut, aber mein Sohn viel besser. Und Sport machst du auch, habe ich schon erfahren. Also, mein Lieblingssport auch. We understood already before that we understand each other very well. You play FIFA, I play soccer.
What else are you doing? I play football sometimes and I watch Chelsea. Chelsea is my favorite team. Also ich spiele auch Fußball und mein Lieblingsteam ist Chelsea. Genau. Gut, ihr seht, wir sind nicht die Profis, aber das macht nichts. Ihr habt ihn kennengelernt, ihr habt ein bisschen gelacht, wir haben Spaß gehabt. Das finde ich gut und mich hat es gefreut und Gerhard auch, dass er Fußball liebt, so wie wir. Über den Verein müssen wir noch mal ein bisschen reden. Ja, wunderbar. Und ich sage euch, dass wir müssen beten für ihn und für seine Frau, dass sie hier einen Job finden, damit er hier bleibt. So we have to pray for you and for your wife, that she will find a job here, so you can stay here. Genau, das habe ich noch herausgefunden. Das ist wichtig. Okay, dein Wort. Jetzt kannst du loslegen. Okay. Thank you. Amen. Good afternoon, everyone. Guten Tag. Hallo. I'll be bringing you God's word this afternoon. The topic: growth by God's word. Worüber wir heute sprechen möchten, ist Wachstum bei Gottes Wort oder durch Gottes Wort. Amen. You know, when we got saved, when we believed the gospel of Jesus. Als wir angefangen haben, das Evangelium Gottes aufzunehmen und zu glauben, als wir gerettet wurden, God came to live inside of us by the Holy Spirit. Hat Gott angefangen, in uns zu wohnen durch seinen Heiligen Geist. With him living inside of us, he wants to find expression through us. Und dadurch, dass er in uns drin lebt, möchte er sich ausdrücken, möchte das rauskommen. God did not just save us and leave us like that. Aber Gott hat uns nicht einfach so zurückgelassen, wie wir sind. He desires that we bear fruit. Er möchte, es ist sein Verlangen, sein Anliegen, dass wir Frucht tragen. We'll look at John 15, verse 16. Wir schauen in die Bibel, Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Amen. Now Jesus says here that we did not choose him, but he chose us. Also Jesus sagt hier, wir haben nicht ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. And then he did not stop there. He said he appointed us that we should bear fruit. Und es blieb auch nicht nur dabei, sondern er hat uns herausgeholt und dazu bestimmt, dass wir Frucht tragen. And our fruit should remain. Und dass unsere Frucht bleibt. So we see that it is God's desire that we grow as believers. Das sehen wir, es ist Gottes Verlangen, Gottes Wunsch, dass wir wachsen als Gläubige. That the Spirit of God inside of us, we can give expression to it. Dass der Geist Gottes in uns zum Ausdruck kommt in unserem Leben. Because the world cannot see Jesus. Weil die Welt kann Jesus nicht sehen. And God wants them to be able to see him through us. Aber Gott möchte, dass die Welt ihn sieht durch uns. And that is only possible when we bear fruits. That is only possible Und when das ist we bear nur fruits. Möglich, wenn wir Frucht tragen. Amen. Now what does it mean to bear fruits? Aber was bedeutet das? Was heißt das, Frucht zu tragen, Frucht zu bringen? You know, like I've been explaining, it is to express the character and power of God. Das bedeutet, Gottes Charakter und Kraft auszutragen oder zum Vorschein zu bringen. It's going to look as if Jesus is walking the earth over again. Wir sehen wieder, als Jesus auf dieser Erde gewandelt ist und gelebt hat. That has been the plan of God. That those who believe in Jesus will be able to do what Jesus did on the earth. Er hat uns gezeigt, was es heißt, die Werke Gottes zu tun auf dieser Welt. Let's look at John 14, verse 12. Wir gucken in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. You see, the way Jesus started this sentence is very important. Schau mal, wie dieser Vers beginnt. Und es ist sehr, sehr wichtig zu schauen, wie er beginnt, mit wahrlich, wahrlich. Now, normally, all of Jesus' words, they are true. Normalerweise ist natürlich alle Worte, alles, was Jesus sagt, ist wahr, ist Wahrheit. But yet, when he wanted to start this sentence, he started with something very emphatic.
Aber wenn wir hier gucken, wie er den Satz beginnt, wie er den Vers beginnt, das ist sehr wichtig, sehr gehaltvoll. That means we must really pay attention to what he's going to say next. Das bedeutet, wenn er so beginnt, sollen wir wirklich darauf achten und das ernst nehmen, was danach kommt, was er sagt. He says, most assuredly I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. He who believes in me, the works that I do, he will do also. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Und er wird größere Dinge tun als ich, weil ich zum Vater gehe. So that means those who have believed in Jesus, we are able to do the works of Jesus. Das bedeutet, wenn wir zu Jesus gehören oder wenn wir zu ihm gehören, können wir die Werke von Jesus tun. And then Jesus says this will be possible because he goes to his Father. Und Jesus sagt, das wird möglich sein, weil ich selber zu Gott gehe, zum Vater. What does that mean? Why would it be possible to do the works of Jesus because he goes to his Father? Why? Warum sagt er das? Warum ist es möglich, die gleichen Werke zu tun, weil er zum Vater geht? You know, when Jesus says go to the Father, he was talking about the ascension. Also als Jesus davon gesprochen hat, dass er zum Vater gehen wird, hat er von seiner Himmelfahrt gesprochen, vom Aufsteigen in den Himmel. We'll see in Acts chapter 1, verse 7 and 8. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Yeah. Now Jesus told them, before this place, he told them to stay in Jerusalem for the promise of the Father. Also Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben und warten für das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. And then in verse 8, he told them that they will receive power after the Holy Ghost has come upon them. Und er hat den Jüngern versprochen, dass Kraft von oben kommt, wenn sie warten auf das Versprechen. Now, the receiving of the Holy Spirit was only going to be possible after the ascension. Und dieses Empfangen vom Heiligen Geist war erst möglich, dadurch, dass Jesus zurück zum Vater gegangen ist. So that was what Jesus was talking about in John 14, verse 12. Und das ist es, was Jesus in Johannes 14, Vers 12 gesprochen hat. Yeah, he was saying that after we receive the Holy Spirit, we'll be able to do what he did on the earth. Er sagt, dass nachdem, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir erst befähigt, die Werke zu tun. We're able to produce the results of Jesus. We'll be able to produce the results of Jesus. Wir werden befähigt werden, die Sachen zu tun, die Werke zu tun, die Jesus getan hat. In both his character and in his power. Und sogleich, sowohl in seinem Charakter, aber auch in Kraft. So when I read the Gospels, the book of Matthew to John, also wenn ich in den Evangelien lese von Matthäus bis Johannes, that talks about the earthly work of Jesus, wo wir darüber lesen, als Jesus auf dieser Welt gewandelt ist und gelebt hat, I see what I can do today by the power of God. Da kann ich sehen, was ich tun kann durch die Kraft Gottes. You know, when I read, for instance, the story of the woman with the issue of blood, wenn ich zum Beispiel die Geschichte lese von der blutflüssigen Frau, the woman who was saying, if only she can touch the hem of the garment of Jesus, diese Frau, wo gesagt hat, wenn ich nur den Saum des Mantels von Jesus berühren kann, I don't see myself as the woman with the issue of blood. Dann sehe ich mich selber nicht als die Frau, als die blutflüssige Frau. No, because Jesus lives inside of me now. Weil Jesus in mir drin lebt. And he says, the works that he did, I can do also. Und er sagt, die Werke, die er getan hat, kann ich auch tun. So I see myself as Jesus on the earth today, who is going about healing those who are sick. Ich sehe mich also in dem Moment als Jesus auf dieser Welt, wo Wunder tun wird, wo Heilungen vollbringen wird. When I see Jesus with the way he overcame the temptation of the devil, wenn ich Jesus angucke, wie er den Versuchungen vom Satan standgehalten hat, I see what I can do today too. Dann sehe ich, was ich tun kann heute noch. Amen. So God desires that we bear fruits, that we express the Spirit of God inside of us. Gott wünscht sich also, dass wir Frucht tragen, dass wir seinen Charakter oder seine Art widerspiegeln. So now the question would be, how do we begin to bear fruits or bear more fruits as Christians? Die Frage ist also, wie können wir mehr Frucht tragen? Wie können wir die Werke tun von Jesus? So we're going to look at a parable of Jesus in Matthew 13. Wir schauen uns ein Gleichnis an in Matthäus. So in this place, Jesus tells us how we can bear fruits as believers. Und da zeigt uns Jesus, wie wir Frucht tragen können als Gläubige.
how we can express the kingdom of God that is already inside of us. Es zeigt uns, wie wir das Königreich Gottes, das bereits in uns drin ist, zum Ausdruck bringen können. Okay. Matthäus 13, Vers 3 bis 9. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Okay, and from verse 18. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Thank you. Now, from verse 3 to 9, Jesus gives the parable. Wir sehen also von Vers 3 bis 6 erzählt Jesus das Gleichnis. Now in this parable there were four categories. In diesem Gleichnis finden wir vier Kategorien. Now the first category that was in verse 4, Jesus says that the sower sowed seeds that fell by the wayside. In der ersten Kategorie sehen wir von einer Menschengruppe, wo Jesus davon spricht, dass der Samen gesät wird, aber der Samen fällt auf den Weg. And the birds came and devoured them. Und die Vögel kamen und haben es weggepickt. Now you take note that in this first category the seed did not grow at all. Wir sehen in dieser ersten Kategorie, dass der Samen überhaupt nicht gewachsen ist. And Jesus explains the meaning in verse 19. Und in Vers 19 erklärt Jesus die Bedeutung davon. Jesus says that this first category are those who hear the word of God and do not understand it. Jesus sagt, das ist die Kategorie von Menschen, die das Wort hören, aber es nicht verstehen. In fact, Jesus says, when that happens, the wicked one comes and snatches the word away immediately. Und Jesus sagt, hier passiert das, dass der Satan, der Feind, kommt und der Samen wegnimmt. So this is why first and foremost we must ensure that the word of God we are hearing, we understand what is being said. Also hier verstehen wir, wie wichtig das ist, dass wir zuallererst das Wort Gottes hören und auch verstehen. It's why we must ensure that we are never distracted when we are listening to God's word or reading God's word. Deswegen ist es so von großer Bedeutung, dass wir sicherstellen, dass wir nicht abgelenkt sind, wenn wir Gottes Wort hören oder lesen oder aufnehmen. Because it does not matter what we are hearing or learning, as long as we do not understand it, we will lose it immediately. Es kommt nicht darauf an, wie gut es ist oder was wir hören von Wort Gottes, solange wir es nicht verstehen und aufnehmen, hat es keine Kraft. You know, and this is why it was important that Livia helped me to translate today. Deswegen ist es so wichtig, dass Livia mir hilft, heute zu übersetzen. Because it would not have mattered whatever I'm preaching. Weil sonst kommt es überhaupt nicht darauf an, wie gut es ist, was ich If sage. If you don't understand my language, you will not learn anything, you will not get anything, you will not bear any fruit from the word. Wenn ihr meine Sprache nicht verstehen würdet, könnte es noch so gut sein, ihr könntet es nicht aufnehmen und was davon profitieren. Amen. Now the second category. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Jesus says in verse 5 that they fell on stony places. Da spricht Jesus davon, dass der Samen auf steinigen Boden gefallen ist. Now, in this category, the fruits, the seed bore fruits. Hier sehen wir in dieser Kategorie, dass der Samen Frucht gebracht hat. But Jesus says, when the sun came up, the tree was scorched and it withered away. Aber Jesus hat gesagt, wenn der Samen gewachsen ist,
It withered away. It died. Es ist wieder verdorrt und gestorben so. Das ging ein. And then in verse 20, Jesus explains what that meant. Und weiter in Vers 20 erklärt Jesus, was das genau bedeutet. So Jesus says, these are those who hear the word of God, but they do not have roots in themselves. Und Jesus spricht von diesen Menschen, dass es welche sind, die das Wort Gottes hören, aber nicht wirklich gegründet sind, keine Wurzeln haben. And so because of that, they can only endure for a while. Und deswegen kann es nur für eine gewisse Zeit bestehen. And Jesus says, for when, in verse 21, he says, but when tribulation or persecution arises for the word's sake. Aber er sagt es, wenn wenn Bedrängnis kommt, wenn Versuchungen kommen, dann verfällt das oder geht weg oder stirbt halt, wenn diese ganzen Sachen kommen, dann hat das Wort, der Samen kann nicht wachsen. Yeah, he stumbles. He will stumble. Also er wird stolpern und hinfallen. So now we see that it's not enough to just hear God's word and understand it. Wir sehen also, es ist nicht genug, nur das Wort Gottes zu hören, sondern es auch zu verstehen. We must ensure we are given enough time to meditate and deepen God's word in our hearts. Wir müssen sicherstellen, dass wir genug Zeit uns nehmen, um das Wort Gottes aufzunehmen, damit es Wurzeln schlagen kann in unseren Herzen. Because the only way we can go through tribulations and trials, which will surely come, der einzige Weg, wie wir durch Versuchungen und schwierige Zeiten gehen können, und die werden ganz bestimmt kommen, is when God's word has taken root in our hearts. Ist wenn Gottes Wort wirklich Wurzeln schlagen konnte in unseren Herzen. So how does God's word take root in our hearts? Wie kann also Gottes Wort Wurzeln schlagen in unseren Herzen? It is that we are giving time to the word of God in meditating on it and in praying on it. Es ist dadurch, dass wir uns Zeit nehmen, über Gottes Wort zu meditieren, es aufzunehmen und darüber zu beten. It takes time and effort to put God's word to be deeply rooted in our hearts. Es nimmt Zeit und Energie in Anspruch, um das wirklich aufzunehmen, damit es wirklich tief gehen kann in unsere Herzen. You know, if I want to plant a seed today and I just dig 1 meter. Weißt du, wenn ich heute einen Samen säen möchte und ich mache nur ein kleines Loch. It's going to take more time if I dig 6 meters down into the ground to plant that seed. Es braucht nicht oder nimmt nicht mehr Zeit in. Yeah, it will take more time. Es wird dich mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn du es tief graben würdest, 6 Meter tief, als wenn du es nur auf die Oberfläche legst. We must stay with God's word, not just a casual reading of God's word. Wir müssen Gottes Wort nehmen und tief gehen, nicht einfach so leichtfertig damit umgehen. You know, in Acts, the Bible says, so mightily grew the word of God in the city of Ephesus, and it prevailed. Okay. The Bible says, so mightily grew the word of God. Also, in der Bibel sagt es in Epheser, dass das Wort Gottes ist so mächtig gewachsen und hat sich ausgedehnt. You know, in Colossians 3, verse 16, also, Paul dadurch say, konnte das Wort weitergehen und wachsen. And then in Colossians 3, verse 16, Paul says, let the word of God richly dwell in you. Und in Kolosser lesen wir, dass wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen sollen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. It didn't just say it should dwell in you. It said it should richly dwell in you. Es sagt nicht nur, dass es in uns drin wohnen soll, sondern reichlich. Es soll reichlich in uns drin sein. That means the word of God must saturate our hearts. We must be giving ourselves to it. Das bedeutet, Gottes Wort muss uns nähren und füllen reichlich, dass wir voll sind davon, nicht nur so ein bisschen. Because that's what's going to keep us standing when temptation comes. Und das wird uns auch durchhalten oder am Leben erhalten, wenn Versuchungen kommen oder schwierige Zeiten. Amen. Now the third group, in verse 7, it says, some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. So in als dritte Gruppe, als dritte Kategorie in diesem Gleichnis sehen wir Menschen, wo der Samen gesät wird zwischen Dornen. So in this third group we see that yes, the seed grew. Hier sehen wir, dass der Same zwar gewachsen ist, but then the thorns grew alongside with it. Aber zugleich wuchsen auch die Dornen. And it choked it and so it became unfruitful. Und die Dornen haben den Samen erstickt und wurde unfruchtbar oder nicht fruchtbar. Now bear in mind that all of these categories is about the human heart. Und hier sehen wir in allen Kategorien, es geht um das menschliche Herz. Because take note that all true, nothing was wrong with the seed.
Und vielleicht merkt ihr oder guckt darauf hin, dass es ist nichts falsch mit dem Samen in allen drei Kategorien. In Mark chapter 4, Mark also recorded the same parable. Auch in Markus lesen wir dieses Gleichnis. You see, he says that the sower sows the word. Und dort lesen wir, dass der Sämann das Wort gesät hat. So the seed, yes, the word of God, and there is nothing wrong with it. Und der Samen ist das Wort Gottes, und am Wort Gottes, am Samen, ist nichts falsch. In fact, the Bible calls it the incorruptible word of God. Die Bibel nennt es das unzerstörbare Wort Gottes. So the difference here was the state of the heart that was receiving this word. Also hier geht es um das Herz, wo den Samen aufnimmt. Now this third category, Jesus explains it in verse 22. Und die dritte Kategorie erklärt Jesus in Vers 21. Yes, and he says that these are those who receive the word, but the cares of this world and deceitfulness of riches choke the word. Und hier spricht er von Menschen, die das Wort zwar aufgenommen haben, aber durch die ganzen Sorgen des Alltags wurde der Samen erstickt. You know, the cares of this world could be too much concern about your career, your job. Und die Sorgen des Alltags, es kann sein, dass man sich zu viel Gedanken um den Job macht, um die Karriere. You know, even comfort. Sogar Luxus, Komfort, Bequemlichkeit. And Jesus says the deceitfulness of riches. Und Jesus spricht auch von der Versuchung des Reichtums. You know, unhealthy desire for money. Oder dieses Verlangen nach Geld, nach Reichtum. Jesus says this could choke the word and the word becomes unfruitful. Jesus sagt, dass diese Sachen den Samen in unserem Herzen ersticken können und wir unfruchtbar werden. Now the fourth and last group, Jesus says in verse 8, they fell on good ground and they yielded. Aber die vierte Kategorie, wovon Jesus spricht, sagt, dass es auf guten Boden gefallen ist und es angefangen hat zu wachsen. And then in verse 23, it says, he explains it. It says, there are those who receive seed on the good ground. Es sagt hier, dass diejenigen sind, die eben das Wort aufgenommen haben auf gutem Boden. They hear the word and understand it. Die hören das Wort und verstehen es. And they are able to bear fruit. Und die werden Frucht bringen. Now you pay attention that this last group that bore fruit, the last group that was able to bear fruit. Diese letzte Gruppe, die wirklich fruchtbar war, die Frucht gebracht hat. It did not bear fruit because it had more sins than the other grounds. Guck mal darauf, es ist nicht die Gruppe, die mehr hatte als die anderen Gruppe, als die anderen Kategorien. On the contrary, it was able to bear fruit because it had less sins. Im Gegenteil, es war die Gruppe Menschen, die sogar weniger hatte als die it anderen. It had less stones. Sie hatten weniger Steine. It had less thorns. Es hatte weniger Dornen. It was a good ground for the word of God and was able to bear fruit. Es war ein guter Boden für das Wort Gottes und konnte Frucht bringen. You know, for us to bear fruits as believers, we don't need to put too many things in our hearts. Für uns als Gläubige müssen wir nicht noch mehr Sachen in unsere Herzen aufnehmen und ansammeln. We have to guard our hearts, the kind of things that come into it. Wir sollen unser Herz schützen oder bewahren, damit. Yeah, the kind of things that come into our heart. Und darauf achten, was für Dinge in unsere Herzen reinkommen. Because it will not just be enough to hear God's word and meditate on it. Weil es nicht genug ist, nur Gottes Wort zu hören und darüber zu nachzusinnen, zu meditieren. We must pay attention to what else is coming into our heart. Wir müssen auch aufpassen und darauf achten, was alles sonst noch in unser Herz reinkommt. Because remember, the good ground had less things in it. Wir sehen, dass der gute Boden hatte weniger, einfach sonst noch Dinge. And so it was just the seed that was on it, just the word of God. Es war also nur der Samen, nur das Wort Gottes, das kam. And that's why as believers, sometimes we should plug away from the word. Plug away from the word. Like detach ourselves from the word. Plug. We should plug away from the word. Let me rephrase. That's why as believers, we should not be so much into the word. Okay. The word. Oh. Okay. Wird. Okay, now I understand. Deswegen sollen wir als Gläubige nicht so sehr uns auf die Welt konzentrieren.
Exactly. We should mind the kind of news we take in. Sondern wir sollen aufpassen, was wir in uns hereinlassen. You know, things of unbelief, things that encourage fear. Zum Beispiel Sachen, die uns die Unglauben wachsen lassen oder Misstrauen oder Angst. We should ensure that those are not the things we are giving our hearts to. Wir sollen aufpassen, dass diese Sachen nicht das ist, was wir unseren Fokus drauf haben. Because remember, to bear fruits as a believer, to bear fruits as believers. Weil um fruchtbar zu sein als Gläubige. Our hearts must be like this fourth group. Das, um fruchtbar zu sein, so müssen unsere Herzen genau wie die vierte Kategorie sein. A heart that is given to the Word of God. Ein Herz haben, das hingegeben ist zum Wort Gottes. This means that daily in our life we must spend time with God's Word. Das bedeutet, dass in unserem Leben müssen wir Gottes Wort Platz machen oder aufnehmen. You know, it's wonderful. God already gave us the ability to bear fruits. Gott hat uns bereits die Möglichkeit, die Fähigkeit gegeben, Gottes Wort Frucht zu bringen. Our own duty now is to continually plant the Word of God in our hearts. Und unsere Aufgabe ist es, plant the Word of God in our hearts. Genau, unsere Aufgabe ist es, Gottes Wort in unserem Herzen zu pflanzen oder because aufzunehmen. Because if we plant God's Word in our hearts, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen aufnehmen, and ensure that there are no other distractions with it. Und sicherstellen, dass keine anderen Ablenkungen da sind. Definitely will bear fruits as believers. Dann wird es ganz sicher Frucht bringen. We do not need to try from our own strength to bear fruits. Wir brauchen nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen, Frucht zu tragen. All we need to do is to continually plant God's word in our hearts. Alles, was wir tun müssen, ist Gottes Wort in uns aufzunehmen und zu pflanzen. And we will definitely bear fruits. Und dann werden wir ganz sicher Frucht tragen. You know, some believers wonder, why am I not seeing any fruits in my life? I've been a Christian for 2 years, for 3 years. I come to church, but why are there no fruits? Einige mögen sich fragen, warum habe ich keine Frucht in meinem Leben? Ich gehe zur Gemeinde Woche für Woche, ich bete, ich lese in der Bibel, aber trage ich keine Frucht? Yeah, but the question is, have you been planting? Aber die Frage ist, hast du gesät? You know, if a farmer did not plant during planted season and then during harvest. Wenn du dir vorstellst, ein Farmer, ein Bauer würde nicht pflanzen während der Zeit, wo man aussehen muss. Yeah, that farmer should not expect to reap anything in harvest. Wie kann dieser Farmer erwarten, dass er irgendwas ernten würde? You know, it's the same. If we've not been planting God's word in our hearts. So genau das gleiche Prinzip hier. Wenn wir nichts in unseren Herzen pflanzen, we should not be so surprised if we're not seeing the fruit. Dann müssen wir auch nicht erstaunt sein, wenn nichts wächst, wenn nichts zu ernten gibt. But today God is calling our attention to continually plant His word in our hearts. Aber heute sucht Gott unsere Aufmerksamkeit, dass wir wirklich unser Herz ihm hingeben, dass sein Wort gepflanzt werden kann in unseren Herzen. And not just planting His word in our hearts, to guard our hearts, to ensure that our heart is given to His word. Und nicht nur, dass wir uns dem Wort hingeben, sondern auch, dass wir unser Herz schützen oder aufpassen, was alles reinkommt. You know, as we do this, we will start growing. Und wenn wir das machen, dann werden wir wachsen. Amen. We'll start growing. Dann werden wir wachsen. So practically in our lives, make a decision that every day I'm going to spend time in God's word. Also ganz praktisch umgesetzt, heißt es, dass wir uns entscheiden, jeden Tag Gottes Wort aufzunehmen. Yeah, I'll not just read in a hurry. I'll take God's word inside my heart. I will meditate on it daily. Das heißt, wir nehmen jeden Tag die Bibel und nehmen Gottes Wort auf und meditieren darüber jeden Tag. You know, as I round off, I just want to give an example with Hebrews 13 on how we can meditate on God's word in our lives. Wir schauen einfach mal in Hebräer, wie wir das machen können. Because this is practical. So for instance, we read verse 5. Zum Beispiel lesen wir in Vers 5: Der Wandel sei ohne Geld, Liebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. So for instance, tomorrow morning you read something like that, you put it inside your heart that Jesus is saying that he will never leave you nor forsake you. Also wenn du zum Beispiel morgen früh dieses Wort liest, dann nimmst du das in dir auf und du wirst dich daran erinnern, okay, Gott hat gesagt, er wird mich nie verlassen und mich nie aufgeben. You think about it, you think of the implication that means I am never alone.
Du denkst also darüber nach und du erinnerst dich, dass okay, ich bin niemals alleine, dass Jesus das gesagt hat. So all of a sudden you realize that it does not matter if people do not accept you. Und dann erinnerst du dich und du weißt, dass sogar wenn niemand dich akzeptieren will, that is not enough to keep you depressed. Das ist kein Grund, um dich unten zu halten. Because what matters most is that God loves you and he has said he will never leave you nor forsake you. Weil die Wahrheit ist, dass Jesus immer bei dir ist. Er liebt dich und er wird dich nie alleine lassen. You know, throughout the day you keep that word in your heart. You are praying about it, you are thinking about it, you are meditating on it. Also während des Tages denkst du kontinuierlich daran und du denkst darüber nach und du erinnerst dich daran, was Jesus gesagt hat, dass er mit dir ist. And the next day you repeat the same process again. Und den nächsten Tag machst du genau das gleiche und du meditierst darüber nach. And then that's how you are doing it. You are planting God's word in your heart. Und das ist, wie du das ganz praktisch, wie du das Wort Gottes in deinem Herzen drin pflanzt and as you continue, und aufnimmst. The fruits will definitely come. Und so wirst du definitiv Frucht tragen. Amen. This is how to grow by God's word. Das ist, wie wir wachsen können durch Gottes Wort. I just want us to bow our head and just talk to God. Ich möchte, dass wir einfach unseren Kopf senken und zu Gott sprechen. And thank him for the word that has come to us today. Und wir möchten ihm Danke sagen für das Wort, das zu uns kam. No, it's a word that calls us to take action. Und dieses Wort ermutigt uns, Schritte zu tun. You know, and let's just talk to the Lord on how we are going to respond to his word from today. Lass uns einfach zu Gott sprechen und ihm sagen, wie wir das umsetzen möchten in unserem Leben. Thank you, Jesus. Let's just talk to God for the next few seconds. Lass uns einfach zu Gott sprechen für die nächsten paar Sekunden. You know, this last verse we just read, Hebrews 13, verse 5. Wir lesen noch mal einen Vers von Hebräer 13, Vers 5. Now for some persons here, it was not just a simple example. Und das sind Menschen hier, wo das nicht einfach nur ein einfaches Beispiel jetzt war. You know, it was speaking directly to things we are currently going through. Aber es hat direkt zu dir gesprochen und direkt etwas angesprochen in dir. Now the Lord is saying that you are not alone. Und Gott sagt dir, du bist nicht alleine. He says you are not alone. Du bist nicht alleine. For he is with you. Weil always. Er mit dir ist, immer. Never leaving your side. Er lässt dich niemals alleine. He is with you always, never leaving your side. Er lässt dich niemals alleine, er ist immer mit dir. And there is still hope. Und da ist immer noch Hoffnung da. There are still brighter days. Es wird bessere Tage geben. You know, those who have been having thoughts that their best days are behind them. Vielleicht hast du Gedanken, dass deine besten Tage bereits vorbei sind. You know, you who have been thinking, why do I need to keep living? Vielleicht denkst du, warum muss ich noch weiterleben? The Lord says he needs you to keep living because he needs you here on earth. Und Gott sagt, du musst weiterleben, weil du hier auf der Welt gebraucht wirst. That he needs you to bear fruits that will bring people into his kingdom. Du wirst gebraucht, damit du Frucht trägst, um Menschen in Gottes Reich zu bringen. Yes, there is a purpose for your life. Ja, es gibt einen Grund, einen Sinn für dein Leben. You know, you who have been asking this question frequently, the Lord says, yes, there's a purpose for your life. Und Gott sagt, ja, es gibt einen Grund für dein Leben. And his purpose is that you bear fruits and you show the world that he is real and he exists. Und dieser Grund ist, dass du gehst und Frucht bringst, um zu zeigen, dass er lebendig ist und real ist. So there's an end to self-pity, no more self-pity from today. Und da ist ein Ende von Selbstmitleid, kein Selbstmitleid mehr von diesem Tag an. Yes, no more self-pity. Kein Selbstmitleid mehr. For the Lord has a plan, purpose for Weil your Gott life. Hat einen Plan und eine Berufung für dein Leben. Amen. Lord, thank you. Lord, thank you for your church. Danke, Jesus, für deine Gemeinde. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Lord, thank you for the things you are doing in Germany. Danke für was du tust hier in Deutschland. Thank you for the mighty harvest that is before us. Danke für die mächtige Ernte, die vor uns ist. Lord, as a church and as individuals. Und Gott, als Gemeinde und als individuelle Menschen. We present ourselves. Geben wir uns dir hin. That we live for your purpose. Und wir leben für deine Berufung. That continually we will bear fruits. Dass wir weitergehend immer wieder Frucht bringen. Not just for ourselves, but so that the world outside can be blessed through us.
nicht nur für uns selber, sondern für die Welt draußen, dass wir ein Segen sind für sie. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Lass uns ein Wohlklang sein.